Moin Leute, ich bin Felix Weiß von Weiß Immobilien und heute sind wir zu Besuch bei der Firma Mollwitz. Mollwitz ist ein seit über 30 Jahren etabliertes Bauunternehmen aus Hamburg, das sich im gehobenen Preissegment etabliert hat. Und wir hatten schon häufig Berührungspunkte, einmal durch ähnliche Regionen, wo wir arbeiten, dann auch gemeinsame Kunden. Und haben heute die Möglichkeit, ein Interview mit dem Geschäftsführer Frank Mollwitz zu führen zu dem Thema, was ist beim Neubau zu beachten. Ja, Frank, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Wir kennen uns ja auch mittlerweile schon seit einigen Jahren und haben auch von unseren Unternehmen einige Parallelen. Das heißt, beide sind mehr als 30 Jahre am Markt und auch familiär geprägt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns heute gemeinsam zum Thema Neubau austauschen können. Ja, hallo Felix, schön, dass du da bist und dass wir uns mal wiedersehen. Ja, in der Tat, wir haben ja schon einige gemeinsame Projekte zusammen realisiert. Und wir sind beide ein Familienunternehmen. Ich habe die Firma mit meinem Bruder gemeinsam vor über 30 Jahren gegründet. Und inzwischen ist auch schon die zweite Generation mit am Start. Mein Neffe Alex ist inzwischen mit in die Firma eingestiegen. Ja. Da hatten Alex und ich uns auch schon einige Male zu ausgetauscht, wie du weißt. Da kam ja auch die Idee des Videos zustande, gerade wo wir so viele Parallelen haben, ein Unternehmen in zweiter Generation weiter aufbauen zu dürfen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute uns hier zum Thema Neubau austauschen können. Ja, schön, dass das heute geklappt hat. Was ich wirklich cool und auch besonders finde, wir sitzen hier ja in einem Referenzhaus von euch, das ihr auch selber gebaut habt und wo auch gearbeitet wird, oder? Ja, in der Tat. Wir sitzen hier in einem von drei Referenzhäusern. Dieses Haus nutzen wir in erster Linie für die Kundengespräche, aber die Architekten arbeiten auch zum Teil hier. Und zum Verständnis, baut ihr nur für externe Bauherren oder habt ihr auch eigene Projekte, die ihr baut und im Anschluss dann verkauft? Sowohl als auch. Also wir bauen auf den Grundstücken, die die Kunden bereits erworben haben, aber wir haben auch selbst projektierte Grundstücke, die wir dann inklusive dem Haus verkaufen. Und ich saß in der Vergangenheit selber schon in einigen Mollwitz-Häusern, meistens sehr wertige Einfamilienhäuser, durch ähnliche Lagen, wo wir arbeiten, auch gemeinsame Kunden. Das heißt, daher kennt man euch ja auch. Befasst ihr euch denn nur mit der Projektierung und dem Bau von Einfamilienhäusern oder seid ihr auch im Mehrfamilienhausbereich tätig? Ja, der Fokus liegt schon auf den Einfamilienhäusern, aber wir sind auch im Mehrfamilienhausbereich tätig. Wir kaufen regelmäßig Grundstücke, beplanen die mit Mehrfamilienhäusern und verkaufen diese dann als Eigentumswohnung. Apropos Grundstück, besitzen die meisten Kunden bereits ihr eigenes Grundstück oder helft ihr auch bei der Suche nach einem passenden Baugrundstück? Die meisten Kunden haben ihr Grundstück bereits erworben, wenn sie sich bei uns melden. Aber wir sind natürlich auch gerne behilflich bei der Grundstückssuche. Oder wir arbeiten mit Maklern zusammen, wie zum Beispiel euch. Und das haben wir ja auch schon einige Male erfolgreich durchgezogen. Genau, wir hatten ja schon einige gemeinsame Projekte und zwar von beiden Seiten. Einmal, wo ihr uns mit einem Gesuch beauftragt habt für Kunden, die mit euch bauen wollten, die aber noch kein passendes Grundstück hatten und auch andersrum. Das heißt, wir hatten ein Grundstück in der Vermarktung und haben dann gemeinsam eine Projektierung entworfen und das dann als Gesamtprojekt quasi verkauft. Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran. Da hatte meine Frau mit einer Maklerin von euch zusammengearbeitet und hat dieses Grundstück dann beplant und ist es am Ende zu einem sehr erfolgreichen Projekt geworden. Absolut. Hoffen wir natürlich auf weitere gemeinsame Projekte, aber das erinnern wir auch sehr gut. Und wenn ich mich jetzt als Kunde für einen Neubau mit Mollwitz entschieden habe, wo beginnt das Ganze? Ja, zuerst einmal werden die Kunden zu einem Erstgespräch eingeladen. Und bei diesem Erstgespräch werden dann die Wünsche des Kunden aufgenommen. Die meisten Kunden haben ja schon eine sehr genaue Vorstellung von ihrem Haus, welches sie sich wünschen. Es kommt also selten vor, dass ein Kunde zu uns kommt, der überhaupt keine Vorstellung hat, was er bauen will, sondern die meisten Kunden wissen schon genau, sie wollen ein Bauhaus haben oder wollen eine Kaffeemühle haben. Manchmal ist das auch schon durch das Grundstück vorgegeben, in welcher Region man baut. Man wird natürlich nicht jetzt in einer Region, wo jetzt alles nur Kaffeemühlen stehen, auf einmal da ein modernes Bauhaus daneben setzen. Also diese Dinge spielen dabei alles eine Rolle und dementsprechend wird dorthin auch die Beratung von unserer Seite geführt. Verstehe. Und haben die meisten Kunden schon ein genaues Budget im Kopf, dass sie sagen, das ist der maximale Preis, den wir ausgeben können? Oder ergibt sich das oft auch im Gespräch erst? Ja, also die Kunden haben in der Regel auch ein Budget, was sie uns vorgeben.
Es ist also selten, dass ein Kunde sagt, ich habe gar kein Budget oder ich habe gar keine Vorstellung, was mich das Haus jetzt kosten wird, sondern fast alle haben sich schon ein wenig vorinformiert. Aber es ist dann auch so, dass wir dann gemeinsam einen Preis ermitteln, was das Haus in etwa kosten wird. Und diesen Preis können wir sogar relativ genau schon kalkulieren. Das heißt, ich kann diesen Preis eigentlich schon in etwa auf 50.000 Euro genau kalkulieren, anhand der Wünsche des Kunden. Und dann kann der Kunde eben überlegen, ob er mit uns weitermachen möchte oder eben nicht. Und aus der Vergangenheit, ihr habt ja schon über 1.000 Projekte finalisiert, ist das richtig? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, aber wir haben tatsächlich schon über 1.000 Häuser realisiert. Und wenn man da in die Vergangenheit blickt, da seid ihr fast immer bei dem Preis auch gelandet, plus minus 50.000 Euro, wie du gerade sagst? Das kann man so nicht pauschal sagen, weil natürlich sich im Laufe der Besprechung auch die Kundenwünsche oft ändern. Wenn man bei den Kundenwünschen bleiben würde, dann würde tatsächlich dieser anfangs ermittelte Preis relativ genau hinkommen. Aber da sich im Laufe der Besprechung und des Entwurfes irgendwann auch die Wünsche des Kunden ändern und anpassen, kann das natürlich dann auch schon mal abweichen. Okay, verstehe. Und vom zeitlichen Ablauf, wenn das Grundstück bereits vorhanden ist und sich mit euch über Budget und auch Stilrichtung geeinigt wurde, wie lange dauert es dann meistens von Ersttermin bis Baufertigstellung? Also insgesamt würde ich sagen, kann das schon 2 Jahre dauern. Klingt auf den ersten Blick sehr viel, ist aber gar nicht so lang, wenn man das in die Einzelphasen zerlegt. Also diese ganze Vorbesprechungsphase, Preisermittlung, dauert ja allein schon ein paar Monate. Dann wird der Entwurf erstellt und nach dem Entwurf wird hoffentlich ein Werkvertrag daraus. Und nach diesem Werkvertrag haben wir circa 6 bis 8 Monate Vorlauf bis zum Baubeginn. Und dann kommt noch die Bauzeit natürlich hinzu von circa 1 Jahr plus minus ein paar Monate, je nach Komplexität des Bauvorhabens. Verstehe. Und wir arbeiten selber ja viel im Grundstücksbereich oder auch mit anderen Bauträgern noch zusammen. Und häufig sind es ja auch externe Faktoren, wie dann nicht eintreffende Baugenehmigungen, die das Ganze einfach verzögern. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von einigen Projekten, oder? Auf jeden Fall. Genau deshalb haben wir diese 6 bis 8 Monate Vorlauf vom Vertrag bis zum Baubeginn. Sonst würde das ja viel schneller gehen. Das ist nur dem geschuldet, dass wir alleine manchmal schon 6 Monate auf die Baugenehmigung warten müssen. Verstehe. Und wir kennen das jetzt aus unserem Business, dass wir oft mit einer sogenannten Immobilienbewertung beginnen, also quasi als Pitch, ob man zusammenarbeitet. Bis dann der Entschluss kommt, wirklich verkaufen zu wollen, vergehen oft Wochen oder auch Monate. Wie ist das bei euch nach dem Erstgespräch? Wird sich dann teilweise hier auf dem Sofa sitzen schon entschieden, dass man das zusammen macht und es wird direkt angestoßen oder ist da ein längerer Zeitraum zwischen? Das ist natürlich unterschiedlich. Manche Kunden sind sehr schnell entschlossen. Aber in der Regel ist es so, dass diese Vorbereitungszeit auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Aber wenn der Entwurf gemacht wurde von unserer Seite, dann haben wir eine sehr hohe Erfolgsquote von ca. 90%. Und dann wird in der Regel auch sehr schnell entschieden und dann kommt es sehr schnell zu einem Werkvertrag. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man erstmal hier sitzt. Man fühlt sich hier auch wirklich wohl und vor allem gut aufgehoben. Ja, vielen Dank. Das Kompliment gebe ich gerne an meine Frau weiter, die hat das hier entworfen und auch eingerichtet. Und ich weiß nicht, ob ihr da so offen drüber sprechen könnt, weil ihr schon einige namhafte oder auch prominente Kunden hattet, für die ihr Häuser gebaut habt. Aber wo liegt die Preisgestaltung beim Hausbau mit Mollwitz? Wo geht das Ganze los? Also wenn wir von den reinen Baukosten sprechen, ohne Grundstück, dann würde ich sagen, geht es in etwa bei 700.000 Euro los. Bis hin zu mehreren Millionen. Das hängt dann von der Größe und Ausstattung des Hauses ab. Nach oben hin sind wir immer keine Grenzen gesetzt. Und Frank, würdest du uns verraten, was das teuerste Haus war, das ihr bisher gebaut habt? Ja, das waren schon einige Millionen, aber den genauen Preis halten wir diskret. Okay, ist verständlich. Du hast die Baukosten angesprochen. Wie sieht es denn mit Baunebenkosten aus? Ja, das hängt natürlich von der Lage des Grundstückes ab. Die sind überall unterschiedlich. Aber wenn wir jetzt mal hier Hamburg nehmen, den Bereich Hamburg, dann sind die schon erheblich.
hängt natürlich immer davon ab, was alles gemacht werden muss, ob zum Beispiel Altbestand abgerissen werden muss, ob das Grundstück voll erschlossen ist, ob schon alte Anschlüsse noch genutzt werden können und so weiter. Davon hängen die Kosten ab. Das kann dann auch die 100 oder 200.000 Euro übersteigen, je nachdem, ob man jetzt Küche mitzählt und Gartenanlage und so weiter. Und sind die im Preis inkludiert oder dann gesondert aufgeführt? Die sind bei uns nicht enthalten. Das heißt, die hat der Kunde immer extra noch zu bezahlen. Okay, verstehe. Wie würdest du euren Baustil beschreiben? Ich habe schon einige Projekte von euch gesehen, wo man immer wieder die Wertigkeit wiederfindet, aber in komplett unterschiedlichen Stilen. Ja, wir sind da sehr breit aufgestellt. Wir haben also keine festgelegte Stilrichtung. Wir bauen sowohl hochmoderne Bauhäuser bis hin zu historischen Kaffeemühlen. Haben wir alles in unserem Repertoire. Und für uns ist immer wichtig, die Stimmigkeit der Details zu dem jeweiligen Stil des Hauses. Okay, verstehe. Im aktuell sehr bewegten Marktumfeld, was sind da für euch die größten Herausforderungen als Bauunternehmen? Ja, also die letzten Jahre ging das ja in erster Linie darum, verlässliche und gute Handwerker zu bekommen. Das war ja sehr, sehr schwierig. Das wird jetzt inzwischen ein bisschen besser. Aber wir haben zum Teil immer noch mit Materialengpässen zu kämpfen. Teilweise haben zum Beispiel Wärmepumpen immer noch ein Jahr und länger Lieferfrist. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Und was natürlich auch eine Herausforderung ist, immer die Preise im Auge zu behalten. Wie entwickeln sich die Preise? Wenn wir ein Haus verkaufen, dann ist es ja so, dass der Baubeginn erst viel später stattfindet. Das heißt, ich muss eigentlich immer schon ein gewisser Hellseher sein und immer sehen, wie wird sich der Preis jetzt entwickeln, wie werden die Baukosten steigen oder fallen und das entsprechend in meinem Preis an die Kunden berücksichtigen. Das ist ja sehr komplex, wenn ich mir nur von unserem Business Case überlege. Wir erstellen Einwertung und merken dann, wenn das Objekt verkauft wird oder auch wenn der Verkaufsprozess am Laufen ist, dass sich der Markt teilweise verändert. Das heißt vom Preisniveau. Bei euch sind dann wahrscheinlich die Baukosten mit am relevantesten, wie du gerade gesagt hast. Und das stelle ich mir als enorm schwierig vor, da vorauszusehen, was in 2 Jahren dann wirklich final der Preis ist. Ne? Genau, weil die Kunden ja bei uns einen Festpreis erhalten. Also wir vereinbaren ja einen Festpreis im Werkvertrag, an dem wir auch gebunden sind und der auch immer zu 100% eingehalten wird. So dass wir wirklich bei unerwarteten Preiserhöhungen das komplett selber tragen müssen. Verstehe. Und wie sieht es mit dem Thema nachhaltig aus, was ja heutzutage alle sehr bewegt? Ja, die Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Thema. Ich denke, in allen Betrieben heutzutage, man sieht ja kaum noch eine Werbung, die im Fernsehen läuft, die nicht das Thema Nachhaltigkeit oder so mit aufnimmt. Wir haben das Thema gelöst, indem wir einen Energieberater bei uns mit im Hause sitzen haben. Und bei uns wird also jedes Haus, jedes Mollwitzhaus wird genau den individuellen Bedürfnissen des Kunden aus energetischer Sicht angepasst. Okay, alles klar. Und Frank, was würdest du sagen, sind zusammengefasst die wichtigsten Tipps für angehende Bauherren? Ja, ich würde sagen, Vertrauen spielt eine immer größer werdende Rolle. Sich ein Bauunternehmen suchen, zu dem man Vertrauen aufgebaut hat, ist immer wichtiger, weil im Zeitalter, wo Gutachter, Anwälte, Paragraphen und Vorschriften eine immer größere Rolle spielen, ist das gegenseitige Vertrauen auch immer wichtiger. Weil man kann nicht alles mit Paragraphen und Anwälten klären, sondern vieles muss man einfach von Mensch zu Mensch klären. Und dann wäre es vielleicht auch wichtig, dass die angehenden Bauherren sich schon mal eine Stilrichtung überlegen, dass sie schon mal wissen, was wollen sie eigentlich für ein Haus? Wollen sie eher ein Bauhaus oder eine Kaffeemühle? Wo wir ja dann oft ins Spiel kommen, wenn auch die alte Immobilie verkauft werden soll, wenn schon Eigentum besteht. Das heißt, da ist ja auch oft eine Planung, wann soll verkauft und auch übergeben werden, wann kann man auch wirklich einziehen. Ne? Das ist ein gutes Thema. Da sind wir teilweise tatsächlich auch auf euch Makler angewiesen. Viele unserer Kunden oder Kunden, die gern mit uns bauen würden, sind darauf angewiesen, ihre Altimmobilien zu verkaufen.
Und da würdet ihr dann natürlich als Partner mit ins Spiel kommen. Das hoffen wir natürlich. Würdest du sagen, die meisten Kunden kommen wirklich mit viel Inspiration, die sie euch präsentieren, an? Oder ist das meistens nur eine Richtungsweisung? Ja, die meisten Kunden haben tatsächlich schon genaue Vorstellungen, die wir natürlich dann aber auch noch erweitern und weiter erarbeiten. Verstehe. Ja, außerdem sollten die Kunden natürlich eine realistische Zeitplanung im Auge behalten. Die ganze Vorlaufzeit von der Erstidee bis zum Einzug können dann ja doch mehrere Jahre vergehen. Und dabei spielen natürlich viele Dinge eine Rolle. Kindergartenplätze, Schule, diese ganzen Dinge, Verkauf etwaiger Altprojekte, die man noch besitzt. Und da würdet ihr ja auch wieder ins Spiel kommen, um da behilflich zu sein. Genau, das kennen wir selber, wenn dann ein Verkauf ansteht, dass oft eine Unsicherheit da ist, gerade wenn neu gebaut wird. Wann ist denn die neue Immobilie eigentlich fertig und was für Schritte hängen noch da dran, dass man alles richtig timet? Ganz wichtig ist natürlich die Budgetplanung. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen. Neben den eigentlichen Hauskosten fallen ja diverse Nebenkosten an. Diese sollten möglichst umfassend ermittelt werden, von Küche bis hin zu Einbauschränken ist das eine sehr, sehr umfangreiche Liste, die ich hier nicht komplett aufzählen kann, aber da ist besonderes Augenmerk drauf zu legen, insbesondere da eine Nachfinanzierung am Ende immer teuer wird. Und so sollte man darauf achten, dass wirklich jeder Punkt möglichst im Vorwege schon gelistet ist. Ganz genau. Und zum Schluss sollte man natürlich noch bedenken, dass man das Ganze mit Freude angeht und nicht so ernsthaft nur, sondern das ganze Projekt soll ja auch Spaß machen und am Ende ist das ja eine freudige Angelegenheit zu bauen und sollte das auch so gesehen werden. Das ist ja auch ein Lebenswerk, das irgendwo gemeinsam erschaffen wird. Einmal von euch für die Kunden, aber dann auch von den Kunden selber, die sich entscheiden zu bauen und dann Monat für Monat sehen, wie das Traumhaus entsteht. Auf jeden Fall. Und was mich brennend interessiert, wohnt ihr selber im Olwitzhaus? Ja, mein Bruder und ich haben vor circa 10 Jahren beide auch natürlich Olwitzhäuser gebaut und wir leben da glücklich und zufrieden nach wie vor drin. Cool. Ja, Frank, vielen Dank für die spannenden Antworten und Insights aus dem Hause Olwitz. Ja, sehr gerne, Felix. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema Neubau habt oder euer eigenes Neubauvorhaben plant, meldet euch gerne bei Frank und der Firma Olwitz. Bei allen Fragen zum Thema Immobilienbewertung und auch Verkauf freuen wir uns auf eure Nachricht.